Die Stone Monkeys sind für die Geschichte und für das aktuelle Geschehen in Sachen Klettern im Zillertal eine wichtige Größe. Unter diesem Namen haben sich Mitte der 90er Jahre lokale Kletterer zusammengefunden, um das Klettern im Zillertal voranzubringen. Emi, Alfons und Bernhard, Mitglieder der Stone Monkeys und natürlich begeisterte Kletterer, treffen sich bei der neu gebauten Zentrale des Vereins direkt beim Klettergebiet Ewige Jagdgründe. Die kleine Hütte ist ein sichtbares Zeichen dafür, worum es den Stone Monkeys heute geht. Sie helfen dabei, den Andrang auf die Klettergebiete zu moderieren und in geordnete Bahnen zu lenken. So wollen sie dazu beitragen, dass das möglich bleibt, wofür die Gründer des Vereins die Grundlage schufen. Ja, hier hat es eigentlich angefangen. Die Alpinisten haben eigentlich die hohen Wände wollten die klettern, immer. Und ich habe halt da trainiert. Die haben mit Bouldern angefangen, dann haben sie da die ersten Routen eingerichtet. So vorzu, immer eine, zwei, drei, die nächsten kommen. Genau, dann hat es dann eigentlich den Club, den Stone Monkeys gegeben. Das waren 5, 6 Leute. Und die haben sich eigentlich einfach nur zusammengeschlossen. Und die wollten dann immer mehr machen, immer schwerer klettern. Das Ziel war dann immer, die schwere Route bohren und dann klettern. Das hat sich dann also eine Challenge entwickelt. Und so kam es, dass sich das Sportklettern im Zillertal mehr und mehr etablierte. Neben dem Engagement der Stone Monkeys waren dafür natürlich vor allem die vielen geeigneten Felsen verantwortlich. Die Routen sind wirklich explodiert. Es gibt immer noch sehr viel Potenzial. Das Klettern ist da, also hauptsächlich Granit. Ganz außen gibt es ein paar Kalkgebiete, aber das Zentrum ist Ginzling. Und Granit ist ziemlich harter Fels und viel leistig, viel Risse und sehr schwierig zum Steigen, zum Klettern. Und das Legen mit Friends und Keile bei den Meerseilingen ist auch super mit Granit. Das macht eigentlich Granitklettern aus. Die Tour, in die Alfons einsteigt, muss er aber natürlich nicht mehr selbst absichern. Es ist ein mit Bohrhaken gesicherter Sportkletterklassiker namens Manitou 2 im 9. Schwierigkeitsgrad. Was für die meisten Menschen unerreichbar ist, schaut bei dem Wettkampfkletterer Alfons ziemlich leicht aus. Für viele ist Klettern viel mehr als nur ein Sport. Bernhard, ein Stone Monkey der frühen Stunde, erinnert sich noch gut an alte Zeiten. Das waren halt alles ein bisschen so eingeschworene, kleine Truppe und so. Wo natürlich auch das Klettern war, aber natürlich nebenbei das Partyfeiern war natürlich auch ein bisschen im Vordergrund. Es war eine tolle Zeit, erinnere mich gern zurück. Ich finde es schon imposant, also die Infrastruktur ist auch toll herinnen. Da haben sie relativ viel gemacht. Das ist ein bisschen in geordnete Bahnen gegangen. Und nein, das hält ganz gut hin. Manch eingefleischten Alpinisten sind Sportkletterfelsen wie die in den ewigen Jagdgründen zu klein für ihre Art, bergzusteigen. Anderen aber sind sie viel zu hoch, weil sie lieber einer weiteren Spielart des Kletterns nachgehen, dem Bouldern. Das Bouldern ist genau das gleiche wie das Sportklettern. Das hat sich auch sehr entwickelt. Und es kommen, Potenzial ist auch immer da. Zum Beispiel in der Schluchtstrecke unten entstehen immer neue Boulder, die was da neu gemacht werden, immer schwieriger und schwieriger. Es versucht dann jeder, vorher war es ein Stehstart und dann versucht jeder noch einen Sitzstart dazu machen. Also das ist auch sehr viel Potenzial noch offen. David und Alexander sind ebenfalls bei den Stone Monkeys und begeisterte Boulderer. Im Gebiet Igent haben sie sich den Boulder Bowling for Lurch vorgenommen.
Ich komme auch da rauf. Auf nimm mir das Zwei-Fingerloch. Welches Zwei-Fingerloch? Das da unten. Ah ja. Voll länger auf der Schulter. Ja. Muss voll einschultern und auf geht da rein. Und auf geht's weiter auf die nächsten Leisten. Also einfach ausprobieren und dann leider runterfallen. Aber egal, wieder probieren und wahrscheinlich leider trotzdem wieder runterfallen. Dann vielleicht mal ein bisschen anders probieren, trotzdem wieder runterfallen und so weiter und so weiter. So läuft es, das Spiel beim Bouldern. Bis es vielleicht irgendwann dann doch klappt und es gelingt, das Boulder-Problem zu lösen. David hat sein Tagesziel mit dem Ausstieg aus dem Boulder erreicht.